Und der neunte Tag hat so begonnen, dass wir draufgekommen sind, dass wir unsere Powerbank in Ungarn vergessen haben. Das heißt, wir sind alle wieder zurück nach Ungarn, haben in dem Restaurant gefrühstückt, unsere Powerbank genommen und haben dann erstmalig realisiert, wie unglaublich hoch das Hochwasser sein wird. Weil das Restaurant war ca. 200 Meter von der Trau entfernt und die Prognosen waren, dass das Restaurant einen Meter überflutet wird. Das heißt, dass das Trauufer, das eh schon enorm überflutet war, nochmal 200 Meter rauskommt und das Restaurant in ein, zwei Tagen einen Meter unter Wasser sein wird. Bei Flussmeter 152 ist unser Zelt und unsere Kajaks. Und da ist die überschwemmte Trau. Was sagt die Wetter-App? Ist sich unschlüssig. Eigentlich sollte schon wieder die Sonne scheinen. Aber jetzt sagt es bis 17 Uhr Nieselregen. Gar kein Bock. Ja, nein, das ist auf jeden Fall cooler. Die Polizei ist gerade gekommen. Da hinten stehen sie. Sind direkt zu uns zugefahren und einfach an uns vorbeigegangen. Jetzt haben wir ein bisschen Angst, dass sie uns sagen, wir dürfen da nicht mehr weiterfahren, weil die ungarische Polizei das ja auch schon gesagt hat. Aber der eine Polizist hat einfach einen auf Johnny gemacht, sich eine Zigarette anzünden und die sind da jetzt rübergegangen zu den Fischern und schauen auf die drauf. Was ist dein Gefühl, Johnny? Ja, schwer zu sagen. Also sieht so aus, als hätte einer die Bullen geholt. Aber ja, schauen wir mal, was passiert. Was ist euer Gefühl? Was glaubt ihr, passiert? Ich würde jetzt erstmal chillen, weil ich glaube, ich würde jetzt wirklich nicht, weil ich meine, die ungarische Polizei sagt, zieht Leute aus dem Wasser. Würde ich jetzt nicht denken, dass die kroatische Polizei jetzt alle einfach frei fahren lässt. Und jetzt ist sie schon hier. Jetzt würde ich wirklich nicht so dumm sein und vor der Polizei ins Wasser hoppen. Aber das ist sehr progressiv, dass du glaubst, dass ausländische Behörden miteinander kommunizieren. Nein, das denke ich nicht. Aber ich meine, hier ist die Polizei. Wir wissen, die eine Polizei hat das schon verboten. Von der anderen haben wir es noch nicht gehört. Wir wissen es nicht. Die haben ja nichts gesagt jetzt hier gerade. Wären die jetzt episch darauf, uns da rauszuziehen, dann hätten die ja schon mal was im Vorhinein gesagt und warten nicht darauf, bis wir nein gehen. Ich würde jetzt nicht, wenn die Polizei hier steht, ins Wasser gehen. Ich finde, ich glaube, genau dann denken sagen sie so, was machen die hier? Ja, aber wenn man hier mit Kajak steht und man nicht auf den Gedanken kommt, dass man da jetzt ins Wasser geht. Ich glaube, die vier gehen jetzt Radl fahren. Ja. So, Clara und Johnny gehen jetzt schauen zu den Polizisten rüber und fragen, ob es in Ordnung ist. Ob es in Ordnung ist, ob wir da weiterfahren können. Weil wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass sie warten. Ist das wirklich denn auffällig, unauffällig? Ja, ich filme dich ja. I doubt it. Du bist auch im Bild. Ja, okay. Ja, schau, es ist nicht total nett. Ich glaube, die machen so einen auf. Wenn ihr selber so behindert seid. Wenn ihr so deppert seid, ja, dann macht es. Wollen wir euch auch noch nicht davon abhalten, ne? Schau, sie kommen lachend zurück. Yes. Aus Hilfe? Nein. Ist das geil, mit gewaschenen Haaren zu fahren? Da weht die Dauerwelle im Wind, Alter. Machen wir Abfahrt? Machen wir Abfahrt. Zehn Kameras auf uns gerichtet. Boi. Ah, so witzig, ey. Die Fischer da und die Polizisten schauen uns alle an, als wären wir die größten Vollidioten. Ich meine, sind wir wahrscheinlich auch. Aber das ist eine andere Sache. So geil, die ungarische Polizei sagt nein, keiner darf weiterfahren. Den Kroaten ist das scheißegal anscheinend. Boah, dieser scheiß Regen. Ist so demotivierend.
Jetzt ist der dritte oder vierte Tag hintereinander, an dem nie die Sonne gescheint hat. Und ich hoffe so sehr, dass wir heute ein paar Stunden wenigstens Sonne haben können, weil es muffelt schon alles so. Die Schwimmweste fuckt schon so nach modrigen, ja, wow, meine Schuhe sind seit, warte mal, seit dem Tag, wo sie weggeschwommen sind, weil das Wasser gestiegen ist, ja, das war der letzte Sonnentag vor 5 Tagen oder so, sind sie in der Früh weggeschwommen, seitdem sind sie nass. Und die sind immer im Sack hinten drinnen. Wenn ich den Sack aufmache, denke ich mir, wow, mir wird's kotzübel. Die Schuhe feuchteln, alles feuchtelt. Das Zelt haben wir jetzt schon den dritten Tag nass einpackt und nass aufgebaut. Alles ist nass und es stinkt. Und es ist echt ungut und ungemütlich im Regen zu fahren. Ja, und dann sind wir eigentlich sehr, sehr gut vorankommen an dem Tag. Haben uns ein Tageslimit von, ich glaube, um die 40 Kilometer gesetzt. Haben aber nicht ganz geschafft, weil wir auf einmal einen unglaublich geilen Campingspot gefunden haben. Also wir landen an, Clara und Johnny bleiben in den Booten und Michelle und ich gehen an Land und da waren so Hütten, also eine Hütte war da und ganz viele Leute. Und dann gehen wir zu den Leuten dorthin, stellt sich heraus, dass da ein Mann ist aus Weiz, der hat uns im tiefsten Steirisch hat er uns angeredet. Und der ist extra wegen dem Hochwasser runtergefahren und hat seinen Freunden geholfen, die Hütten abzusichern. Und die haben gesagt, hey Burschen und Mädels, ihr könnt dort schlafen, gar kein Problem, aber morgen im Laufe des Abends ist hier alles Land unter. Und dann haben uns die ihre Hütte überlassen. Die Hütte war zwar zugesperrt und schon mit Sandsäcken alles verbarrikadiert, aber der Ofen war draußen noch, der Pizzaofen. Die haben uns einfach eingeladen, wir dürfen alles von denen benutzen, wir kriegen Essen, wir kriegen Kaffee, ja, es ist aber so ein was hat sie noch extra Seife und sowas eingekauft, um uns das mitzubringen? Das haben wir eigentlich alles bekommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was haben wir bekommen? Sie hat uns dann noch irgendeinen Lidl-Sackel da mit irgendwelchen... Ja, nein, das ist nicht Seife, das sind Tücher, so Zewa-Tücher. Weil wir stinken. Und es war totaler schöner Abend. Und nachdem die Kroaten dann weg waren, sind wir noch am Feuer gesessen, bis 5 oder 5:30 in der Früh, haben über Gott und die Welt geredet und es war eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung. Ich habe mich gestern noch so aufgeregt über das Unwetter und über den Regen und heute ist einfach wunderschön und warm. Sau cool. Da hinten kommt so eine Gewitterfront, aber die zieht vorbei. Vielleicht werden wir ganz, ganz kurz nass. Aber da hinten ist schon wieder schön. Ziemlich geil. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Mhm. 2014 war das Hochwasser bis circa da, bei dieser Linie. Und sie hoffen, dass es nicht drüber hinausgeht und über die Plane drüber geht und auf den Seiten die Fenster eindrückt. Ja, an dem Morgen ist uns aufgefallen, dass enorm viel Treibholz in der Trau war. Und das ist halt gar nicht so geil, weil wenn man in so einen Baumstamm fährt, kann es sogar lebensgefährlich sein, wenn man unter das Treibholz gezogen wird. Das heißt, für uns war klar, jetzt ist der 10. Tag, heute ist extrem viel Treibholz im Wasser, wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht. Wenn du auf so ein Treibholz kommst, dann bist du voll instabil. Mhm. Ja, ist schon zart, also so viel Treibholz wie heute war noch nie. Aber das kam ja erst gerade eben. Ja. Vor 10 Minuten. Davor war es halt mal so eine Kultur oder ein Sessel und ein Silageball, aber da konnte man ja noch gut drum machen. Ohne ja. Paddeln. Ja, das ist ja halber der Wald. Ja.
riesige Bäume, entwurzelte Bäume, Teile von Häusern sind vorbeigeschwommen, Kühlschränke waren dabei, ein Sessel ist vorbeigeschwommen, so ein Couchsessel, den haben wir später wieder getroffen. Also bei uns war klar, die Wasserwalze, so wie wir mal gesagt haben, kommt immer näher. Ja, ich würde sagen, einfach achtsam fahren, aber fahren. Oder? Ja. Se izjednačujem kompletna ovoga obala sa Dravom. Pol laje nam. So ein spitzer Arsch. Und das war total surreal, weil wir sind im Slalom durch die Baumstämme durchgefahren. Also da war so viel Zeug im Wasser. Riechen tut es jetzt auch nicht mehr besonders gut. Es riecht irgendwie nach totem Fisch. Müll schwimmt auch ausreichend herum. Ich hab den Sessel wieder gefunden. Das Wohnzimmer sah bestimmt auch mal gemütlicher aus. Das ist mir zu eklig hier. So. Weiter geht's. Hast du eine Schnecke mitgenommen? Ja. Warum hast du eine Schnecke mitgenommen? Weil sie sonst abgesoffen wäre. Hast du gerade mit dem Fuß die Taschentücher ausgeteilt? Witzig. Aber gut, dass sie so viel reingemacht haben. Mhm. Das mache ich nicht. Clara? Jetzt sind echt alle Teiche gebrochen, was Anstand und Moral angeht. Jetzt ist das Salz halt nicht mehr weiß. Richtig angenehm. Ist schon ein Tier, oder? Es stinkt ja auch. Ich riech nix, aber... Check das mal aus, Michael. So aufgeblasen oder so. Aber was für ein Tier? Ich check's auch nicht. Das hatte mal Fell. Vielleicht ein Wildschwein. Na. Der Baum ist abgezogen. Das ist ein Biber! Da hinten ist der Biberschwanz! Ja, ein Biber auf dem Bauch. Ein Biber auf dem Bauch. Also, das ist der Bauch oben. Oh! So was. Ja, lieber nicht zu nah hingehen, weil die Dinger explodieren irgendwann. Ah, das ist ja keine Wahl. Und dann sind wir auf einmal beim Ort angekommen, wo wir schon gesehen haben, da geht es so 5-6 Meter rauf.
Und wir haben uns gedacht, ja, da campen wir jetzt, weil das Wasser kommt und kommt. Und da sind wir sicher. Super! Ah, das ist rutschig. Oh, das ist doch Video! Haben gleich ein paar Einheimische gesehen, die wir gefragt haben, ob wir dort campen können. Und der hat dann jemanden angerufen, ob das geht. Und dann haben wir dort campen dürfen. Und das war ein total cooler Platz. Wir haben super Aussicht gehabt auf die Drau. Haben dort Feuer anzündet und haben echt gut gegessen. Und dann ging auch der 10. Tag dem Ende zu. Wieder nicht. Wobei, wir sind ja versichert. Was kriegt man für einen Finger, Johnny? Ab 1% Invalidität abgestuft. Die Gesamtsumme beträgt 1,2 Millionen Euro.